Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, neuen Episode von Nextcast, unserem Podcast auf ePlay TV. Und wir haben natürlich mit dabei unseren Benny. Hallöchen. Und natürlich meine Wenigkeit. Hallo. Wir fangen an. Und das Erste, was sofort ins Auge springt, ist die News über The Sims Social. Was hat's damit auf sich? Ja, folgendes. EA ist der Meinung, sich auch noch auf den Zug zu setzen Richtung Social Games. Und die sind ja mittlerweile so erfolgreich geworden, dank Facebook und Co. Und die haben sich einfach gedacht, komm, machen wir ein Spiel und nennen es The Sims Social, das ja ein Ableger damit ist von der erfolgreichen Sims-Serie. Schimpft sich manchmal als erfolgreiches PC-Spiel aller Zeiten, das ich ziemlich bezweifle, aber gut. Es ist kostenlos spielbar, natürlich in 5 Sprachen ist es insgesamt released worden. Die Beta ist Anfang August vorbei, so kann es mittlerweile jeder anzocken. Und einen Trailer könnt ihr auch in einer News sehen. Wenn ihr ein bisschen rumkramt, dann findet ihr die News wahrscheinlich noch. Und der Trailer zeigt so einen kleinen Einblick, wie das alles aussieht. Das sieht aus, sage ich mal, wie Sims 1, nur in, ja, Sims 1 halt, sieht aus wie Sims 1 abgespeckt. Und das hat trotz allem, trotz der Grafik oder der Tatsache, dass die meisten von The Sims haben, trotz allem einen ziemlichen Erfolg gehabt, denn insgesamt 10 Millionen Spieler gibt es mittlerweile nach nur einem Monat. Und EA feiert damit schon mal den ersten Erfolg. Natürlich profitiert EA von dem Erfolg von Facebook, dass er mittlerweile gefühlt die halbe Menschheit nutzt und somit auch die Zielgruppe ein gigantisches Ausmaß mittlerweile angenommen hat. Und ja, wir warten darauf, wie weit sich das Ganze entwickelt und mal gucken, ob ihr das auch noch anzockt und wenn ja, könnt ihr da schreiben, wie ihr das Spiel findet. Also ich zocke es ja schon. Ja? Ja. Da haben wir einen der 10 Millionen Spieler, Benny. Ja. Macht wirklich Spaß. Ist nur so, es kommt mir nur so ein bisschen vor, ist ein bisschen ähnlich wie Cityville. So alles ähnlich. Also Cityville und Farmville ist mir irgendwie alles so gleich. Ja. Und ich zock's ja eh nicht, weil ich keinen Facebook-Account mehr habe oder nur deaktiviert habe und ich brauche Facebook nicht. Mich nervt vor allem diese ganzen Anfragen und Nachrichten, und die ich nicht wegkriege. Ich kann einstellen, was ich will. Also ich kriege sie weg. Ja, du. Aber ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Mag Facebook nicht. Mach du weiter. Ja, genau. Ich mache da mal weiter. Zu meiner News, nämlich die ich irgendwie jetzt weggedrückt habe. Die hat er irgendwie weggedrückt. Ja. Ja. Wo findest du wieder? Genau, hier ist sie. Pro Evolution Soccer 2012. Es ist nämlich endlich soweit. Konami hat dazu die offizielle Demo zu diesem Spiel veröffentlicht für den PC und natürlich auch die PlayStation 3. Die 360-Version wird tatsächlich da noch ein bisschen später erscheinen, weil es bei Microsoft irgendwie technische Probleme gibt, beziehungsweise in der Version vielleicht technische Probleme gibt. Was man aber auf jeden Fall in der Demo sagen sollte, ist, dass es kein repräsentatives Abbild der Final-Version sein wird, da Konami euch tatsächlich ein bisschen mehr das Spiel schon mal zeigen möchte, was sie da so verbessert haben, wie zum Beispiel Active, AL, sowie auch, Off the Ball und Teammate Control. Das möchten sie euch da ein bisschen zeigen in der Demo. Es wird deshalb auch noch eine zweite Demo geben, die euch so mehr ein bisschen mehr das Spielgefühl der Demo gibt, beziehungsweise auch das Gameplay gibt, der Final Version. Die wird dann auch im September dann erscheinen, also
gibt es dann nochmal eine zweite Demo. Und die Demo könnt ihr euch bei uns auf unserer Seite direkt herunterladen für den PC. Ich finde FIFA trotzdem besser. Ja. Ich habe dich bei FIFA geschlagen. Hust. Ja, aber auch nur haarknapp. Ja, das, wenn man daran denkt, dass ich eigentlich auf dein Niveau war, weil ich genauso wenig gezockt habe mit Gamepad, FIFA, genau wie du, und das für mich ganz ungewohnt war, war ich besser. Und du auch noch die bessere Mannschaft hattest, von daher. Ja. Ja. Das sagt man dann immer. Ich hatte aber gewonnen. So. Und ich hatte war total überlegen. Nee, machen wir weiter. Und es geht um ein Thema, wo Benny noch weniger Ahnung hat. Das ist Minecraft. Wo mittlerweile hat er sich so ein bisschen, naja. Minecraft. Du warst selber drin. Du warst drinne in Minecraft. Ja, ich weiß. Durch den Hintereingang rein. Gut. Mhm. 1.8 steht an. Das ist ja der heiß erwartete Release oder heiß erwartete Update, worauf alle warten, genauso wie ich. Und das bringt ja ganz große Neuerungen mit sich. Und auf der diesjährigen PAX in Seattle war ja wieder dieses Jahr. Und da hat Notch, der Entwickler und Erfinder von Minecraft, seinen Stand aufgebaut. Und jeder konnte Minecraft anzocken, und zwar die Version 1.8. Jeder konnte die Neuerungen sehen. Präsentiert wurde ja unter anderem der neue Creative Mode, in dem Spieler fliegen können. Und also fliegen, das war ja eine Eigenschaft eigentlich in Minecraft Classic damals, wo jeder rumfliegen kann und bauen kann, was er will. Und diesmal wird das Ganze, dieser Mode, den man von damals kennt, hier nochmal eingebaut in das Spiel, wo er halt rumfliegen kann und unendlich Ressourcen hat, um das zu bauen, worauf er Lust hat, unbehindert, ohne irgendwelche Gegner oder sonstigen nervigen Sachen, die einen davon abhindern, irgendwie da was Vernünftiges zu bauen. Ja, und das normale Modus, das ist ja dieser ganz normale Spiel, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, Modus, bekommt eine Generalüberholung. Nicht in Sachen Grafik, aber in Sachen Gameplay. Die ganze Karte, die ganze Welt ist neu aufgebaut in neuen Parametern als jetzt 1.7. Somit sind auch Felsbögen und Flüsse möglich. Und mir fällt gerade, ich habe einen Rechtschreibfehler drin. Nein. Verdammt. Gut. Benny, bist du noch da? Ja. Bist du ruhig? Naja, ein wenig Abwechslung wird dafür gesorgt, genauso wie die neuen NPC-Dörfer. Die sind nämlich noch nicht ganz fertiggestellt, aber werden natürlich rechtzeitig zum Release noch vollendet. Neue Dungeons sollen für mehr Spannung sorgen. So sind auch verfallene Lorenbahnen, also diese Minenkarre mit inklusive Schienen, sollen da eingebaut werden, genauso wie verwinkelte Gänge und neue Gegner. Und der neue Gegner heißt Enderman. Und dieser Enderman ist eine Gestalt, die man, glaube ich, aus einem Film kennt. Ich weiß jetzt nicht mal welchen Film, aber ich weiß, dass es aus irgendeinem Film kommt. Sind 3 Meter groß, sind schwarz und sind durchaus gefährlich. Und man kann sagen, die sind noch schlimmer als Creeper. Warum? Es ist folgendes. Sie haben die Eigenschaft, Blöcke abzubauen und wieder zu platzieren. Und sind in der Regel friedlich, aber solange man halt nicht irgendwie sein Fadenkreuz auf diese anvisiert. Sobald man das getan hat, hat man sozusagen seinen Tod schon fast vorprogrammiert. Denn sobald man sich halt wieder umdreht, greift dieser Enderman mit rasender Geschwindigkeit an und für den Spieler wird es schwierig, da wegzukommen. Und hat der Spieler das erst geschafft, kann sich dieser Enderman nochmal zu diesem Spieler teleportieren und halt ihn dann angreifen. Die einzige Möglichkeit wäre da die Flucht ins Wasser, wo der Enderman natürlich dann ein wenig verletzbarer ist. Also der nimmt da besser Schaden, wenn man gegen ihn kämpft. Und apropos Kampf, den muss man dann sowieso dann aufnehmen. Dafür sorgt aber dann ein neues Kampfsystem für mehr Action, gespickt mit kritischen Treffern, Ausweichmanövern und Angriffssprints. Letzteres bringt einen Gegner dazu, ein wenig zurückzufliegen, wenn der Aufprall kommt. Zudem werden Bögen spannbar sein. Das Ganze ist dann noch so gestaltet, dass wenn man trifft, halt auch der Gegner ein wenig zurückfliegt.
Zudem auch ein neues Beleuchtungssystem, überarbeitetes Startmenü und S-Animationen sollen ein wenig Realismus in das Spiel reinbringen. Damit insgesamt ist das Spiel weitaus, dieses Update weitaus größer als die vorigen. Natürlich nicht zu vergessen Adventure-Mod, also die dann ein bisschen Quests reinbringen sollen. Wann es rauskommt, das steht noch nicht fest. Gerüchte sagen irgendwie heute oder morgen. Ich denke mal nicht. Okay. Fertig. Gut. Was für eine lange News, die ich geschrieben habe da. Ist gut. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr News geschrieben. Also wieder, da war auch genug da. Also nach Gamescom ist natürlich immer was los. Nach Gamescom ist immer was da. Wir kommen später noch zu Releases. Ich habe mal in der Release geguckt. Die nächsten 3 Monate haben wir so knapp 800 Artikel drin. Allein im Bereich Games. 800 Artikel in 3 Monaten. Ja, das ist schön. Das ist viel. So gehört sich das aber auch. Genau. Nach einer Messe. Genau. Was wir auch noch haben, das ist mit Jurassic Park The Game. Nämlich der Release-Termin ist dafür bekannt gegeben worden, nämlich der wurde auf den 15. November gelegt. Nämlich viele kennen ja das Spiel Jurassic Park, tatsächlich auch die Filme davon. Nun will tatsächlich Telltale das Spiel ein bisschen mehr wieder bekannter machen. Nämlich am 15. November wird das Ganze dann erscheinen für den PC und der PlayStation 3. Das Ganze wird dann in einer kompletten Staffel herauskommen, sowie aber auch in einzelnen Versionen. Und Xbox-Benutzer müssen sich die Ladenversion zulegen, bei der natürlich alle Episoden enthalten sind und eine iPad-Version ist dabei auch in Planung. Also Jurassic Park, The Game auf dem PC. Naja. Ja. Wollen wir zu unserem Thema langsam kommen? Ja, können wir. Das Thema ist aber schon klar, oder? Man sollte jedem klar sein. Das Thema ist eigentlich klar. Fängt mit G an und endet mit komm. Und So, jetzt natürlich alle fragen sich, was ist das? hört mit Arms kommen auf. Ja, gut, klar. Gamescom Richtig. ist Applaus. unser Thema. Wir waren auf der Gamescom. Ich zum dritten Mal. Ich alteingesessener Gamescom-Typ. Und ich zum ersten Mal. Ey. Herzlichen Glückwunsch an Benny für seinen ersten Besuch. Ja, dafür war die Messe proppe voll. So wie jedes Jahr. Dieses Jahr noch schlimmer als sonst. 275.000 Besucher waren dort. An den Boah. kompletten Messetagen, muss man Ja. sagen. Also nicht an einem Tag gerechnet, ne? Also, ne? Überleg mal, das wäre so, das wäre, ne, das wäre ja Da passen Katastrophe. doch nur 60.000 rein oder irgendwie sowas, oder? Was war das? Sind 60, aber 80.000? trotzdem, trotz allem sind mehr drin gewesen, als eigentlich reinpassen würden. Und dann haben die natürlich dann nachmittags dicht gemacht. Erstmal für ein paar Stunden. Dummerweise haben die Leute nicht bemerkt, es ist nur der eine Eingang dicht gemacht worden und man konnte durch die Seiteneingänge noch rein. Ja, aber da gab es ja auch Kritik so ein bisschen an einem Eingang, weil, ja, wie soll man das sagen? Da kam keiner mehr rein und wenn man da rein wollte, tja, kommt's nicht rein. Weil das hat nämlich einer von uns erlebt, also einer, den ich kenne, der wollte auf die Messe, war stand da irgendwie so um 12 da, kam nicht rein. Und standen da so ungefähr bis 18 Uhr und um 18 Uhr haben sie die weggeschickt. Dann nimmt man einen anderen Eingang. Ja. Oder man fährt früher los, ne? Ganze Scheiße hat drei, vier Eingänge, also sollte, hat man sicherlich Auswahl, wenn man reinkommt. Einer ist, hat ja mal geschrieben, er ist dann einfach durch einen anderen Eingang reingekommen und hat gesehen, da war kein Mensch, weil keiner wusste, dass man da noch durchgehen kann.
Gut, insgesamt muss ich sagen, war die Gamescom, es war nicht schlecht, aber es war schade, dass man das nicht so organisiert hat, irgendwie.